Moin moin meine lieben Leute und willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Spiel und zwar Beat Cop. Für die Switch erschienen gerade und ich dachte, das kann man sich doch mal antun. Also gehen wir in die Option rein. Englisch? Nein, Deutsch natürlich. Talk Speed. Weiß ich jetzt nicht, wie schnell das ist, kann man dennoch immer noch sehen. So, neues Spiel, Tastenbelegung und lass das mal so. Und ja, also ein Kriminalspiel, wo man als Cop reingelegt wurde und es sozusagen aufklären muss und wieder als Streifenpolizist anfängt. Schauen wir mal rein. Soll ganz lustig sein, habe ich mir sagen lassen. Schön, alles an die 80er, ne? In unserer Kindheit haben wir zahlreiche Stunden damit verbracht, die Polizeiserie der 80er im Fernsehen zu schauen. Wir haben es geliebt, wie die Guten den Bösen in den Arsch getreten und dabei hübsche Frauen gerettet haben, um damit ihren Sportwagen in die Nacht zu rasen. Wir wussten, dass diese Geschichten nicht wahr waren, doch das war uns egal. Wir hatten Spaß und das war alles, was zählte. Beat Cop repräsentiert nicht das New York der 80er. Es ist eine Hommage an all diese Abende von Fernseher. Also genießt das Spiel und denkt daran, das Leben nicht zu ernst zu nehmen. Sehr schön gesagt zu Beginn. Diamanten des Senators verschwinden. Inoffiziellen Quellen zufolge wird Kriminalpolizist Jack Kelly auf Anweisung des Polizisten seines Amts enthoben und auf einen anderen Posten versetzt. Kriminalpolizist Jack Kelly, der letzten Freitag einen Einbrecher in der Villa des Senators erschossen hatte, wird mit dem Verschwinden kostbarer Diamanten aus einem Tresor in der Villa in Verbindung gebracht. Polizist des NYDB erschießt Einbrecher in der Villa des Senators. Okay. War es eine Falle? Man weiß es nicht. Tag 1, neue Schuhe. Sie haben Ihre neuen Kollegen sicher bereits kennengelernt. Aber vielleicht sollten Sie sich erneut vorstellen, Kelly. Ich bin Kelly. Jack Kelly. Hallo Kelly. Hey. Hallo Kelly. Willkommen auf der Straße. Kripo. Oh, vergessen Sie nicht, uns in den Arsch zu kriechen, Kelly. Worüber lachen Sie so, Schimpanski? Nichts, Boss. Schalten Sie Ihre zwei Gehirnzellen ein und schreiben Sie das auf. Kommen Sie nicht wieder, bevor Sie 10 Strafzettel geschrieben haben. Sie meinen 10 insgesamt? 10 pro Person, Sie irgendwie blöd, McNabb? Das schaffen wir, Boss. Schleimer. Für Sie gilt das nicht, Kelly. Warum, Sergeant Holloway? Was stimmt mit mir nicht? Ich interessiere mich nicht für Ihre Vergangenheit, Kriminalpolizist. Oder ob Sie diese arme Schwein auf dem Gewissen haben. Oder ob Sie die Juwelen des Senators gestohlen haben. Es ist mir schnurzpiep egal. Das ist der Job der Innenrevision. Die kümmern sich um Sie. Hier, auf dieser Straße, sind Sie Frischfleisch. Ich kenne Sie noch nicht gut genug, um Sie zu verachten. Also müssen Sie sich heute Gedanken um Strafzettel machen. Nehmen Sie gar nicht mal Ihren Zettelblock mit? Kommen Sie nicht auf dumme Ideen. Versauen Sie das nicht. Der Kripo wird vom Boss verhätschelt. Schreiben Sie wieder auf, was Sie zu tun haben. Denn ich werde mich nicht wiederholen. Ja, Sir. Treffen Sie alle bekannten Gesichter Ihres Reviers. Stellen Sie sich Rick in seinem Café vor. Treffen Sie Louis in der Pizzeria. Ivan vom Schnapsladen will Sie sicher auch treffen.
sagen Sie Adamski Hallo von mir. Besuchen Sie Herr Crank. Oh, vergessen Sie nicht den Hi-Fi Elektromarkt. Die jammern schon wieder, wir würden uns nicht kümmern. Und vergessen Sie die Kirche nicht. Na klar, auch noch die Kirche. Sie müssen Vater Mushroom kennenlernen. Oh, dann ist da noch die Reinigung neben der Kirche. Verstanden? Gut, reden Sie gerne mit allen, die Sie sehen. Schließlich ist das Ihr Revier. Na gut, es sind ja schon einige Aufgaben da. Aber das muss ich Ihnen ja nicht sagen, oder? Ihr Vorgänger wird Sie einweisen. Fat Mike kennt die Nachbarschaft wie seine Westentasche. Er wird Ihnen alles erklären. Ihr Rufzeichen ist 421. 421, verstanden, Boss. Aber nur Kelly kommt heute fein raus. Sie müssen auf jeden Fall bei der Kirche vorbeisehen. Hehe, da können Sie für die Gunst des Chefs beten. Sie wird nicht lange anhalten. Genug mit dem Mist. An die Arbeit. Auf Streife, okay. Bin mal gespannt. Ja, die Musik ist schon mal derbs aus den 80ern. Das kann man richtig raushören. Ziemlich cool. Kelly, alles, was Sie wissen müssen, haben Sie in der Besprechung erfahren. Statten Sie allen einen Besuch ab und stellen Sie sich vor. Alles klar. Alles andere wird Fat Mike Ihnen schon zeigen. Hier können Sie nicht den Kribumacker raushängen lassen. Das werden wir ja sehen. Ihre Hände waren zu klebrig. In der Villa des Senators. Hehehe. Arschlöcher. Mann, sind Sie Polly? Kelly. Jack Kelly. Was auch immer. Nennen Sie mich Mike. Fat Mike. Oh, was auch immer Sie wollen. Ist mir scheißegal. Der Boss wollte, dass ich Sie heute babysitte. Lassen Sie uns das schnell hinter uns bringen. Einverstanden. Gehen wir. Wohin? Wir holen uns erst etwas zu essen bei Louis. Das ist nicht weit. Unterwegs schauen wir bei Adamski vorbei. Da muss ich gestern einschreiten. Mal sehen, ob jetzt alles in Ordnung ist. 421, ich bin im Dienst. Im Dienst sind Sie 421. Merken Sie sich das. Grüße Sie. Grüßen Sie Fat Mike von mir. Nicht, dass es Ihnen kümmert. Aha, Sie sagen es. Einen schönen Tag, 421. Oh, Fat Mike läuft schon. Er ist bei Adamski rein. Dann müssen wir mal rein. Guten Morgen, Mr. Adamski. Alles ruhig heute? Natürlich. Die Idee mit dem Eisschrank war perfekt. Eisschrank? Erzähle ich Ihnen später. Das ist Polly. Er wird von nun an hier arbeiten. Kelly. Ich werde in eine andere Straße versetzt. Willkommen, Officer. Kommen Sie ab und an hier vorbei? Das werde ich. Besuchen Sie Läden und reden Sie mit den Inhabern. Sie sehen eine Menge. Das ist jetzt schließlich meine Nachbarschaft. Und stressen Sie sich nicht zu viel. Sie müssen nicht jeden Tag alles machen. An manchen Tagen wird man ja verrückt bei allem, was passiert. Sie werden sehen, alle wollen was von Ihnen. Sie entscheiden, wer Ihnen etwas wert ist. Denn Sie können nicht alles tun. Und der Sergeant? Der bekommt nicht immer mit, ob Sie was nebenbei reißen. Neben den Quoten und Strafzetteln. Mit denen allein kommen Sie nicht über die Runden. Keine Sorge, das ist ein guter Rat. Also, was war jetzt mit dem Eisschrank? Sag nicht, Polly. Kelly. Wenn du erst eine Weile hier arbeitest, begreifst du es noch. Manchmal muss man etwas unkonventionell vorgehen. Lassen Sie uns jetzt zu Louis' Pizzeria gehen. Der hat echt gutes Essen. Vielleicht sollte man die Stimme ein bisschen verstellen. Nimmt ein bisschen was. Wo kommt denn her? Wo ist denn Louis? Diese Schlitzaugen von Reinigung hat schon wieder mein Hemd ruiniert. Okay. Da ist Louis. Okay. Oh, ein neuer Polizist. Willkommen in unserem bescheidenen Laden. Ich bin Kelly. Das wissen wir. Die Italiener wissen über alles in der Nachbarschaft Bescheid. Wir kommen auf eine Pizza vorbei, Louis. Sie versetzen mich und Polly übernimmt den Job. Wir hoffen auf gute Beziehungen. Natürlich. Wir hoffen, dass diese Elende Vorfall mit dem Senator... Es war ein Missverständnis. Ja, ja, ein Missverständnis. Wir hoffen, dass es aufgeklärt wird. Vielleicht mit unserer Hilfe... Damit komme ich schon klar. Ah, natürlich. Doch wir sind immer für Sie da. Polly ist neu hier, aber lernt schnell. Es ist Kelly. Was ist jetzt mit der Pizza? Ich verhungere. Jetzt weiß ich mal, warum Fat Mike ist. Wenn er von allem was zu schauen bekommt. Wirklich eine gute Pizza. Okay, gehen wir. Das ist echt was ganz Besonderes.
Louis macht den besten Tag der ganzen Stadt. Er wird mir fehlen. Sicher? Er scheint zu wissen, was er tut. In einem Monat trage ich Ihre Uniform. Aber seien Sie vorsichtig, Polly. Das sind keine gewöhnlichen Italiener. Das kann ich mir denken. Sie müssen vorsichtig vorgehen. Dann schaffen Sie es vielleicht bis zur Rente. So wie ich. Hey Polly, sehen Sie mal. Kelly. Ich nenne Sie Polly. Irgend so ein dreckiger Hebel hat keinen Parkschein gelöst. Schreiben Sie meinen Strafzettel, bevor er abhaut. Ich habe meinen Zettelblock nicht bei mir. Verdammt, der Boss hatte recht. Wäre ich nicht hier, würde ihn Sie noch immer in die Hose machen. Nehmen Sie meinen. Markieren Sie den Verstoß auf dem Strafzettel. Schreiben Sie Ihre Dienstmarkennummer dazu und unterschreiben Sie. Dann stecken Sie den Zettel hinter den Scheibenwischer. Okay. Schauen wir nach. Also, Parkour kontrollieren. Mhm. Ach so, warte, warte. Da jetzt mal. Parkour kontrollieren. Auf der Löschstelle. Parkverstoß. Ausgestellt von B21. Von Kenny. Fertig. Strafzettel 1. Der Strafzettel ist geschrieben. Zeit, diese Karre hier fortzuschaffen. Rufen Sie per Funk einen Abschleppwagen. Ich nehme den Zettelblock. Der Boss hat Ihnen für heute andere Aufgaben gegeben. Ja, super. Bist da und wärst abgeschleppt. Wie kacke ist das denn? Wo rufe ich denn jemanden an? Abschleppen da unten auf L. Zack. Ja. Also typisch in so einem einfachen Dienst. Hier ist 421. Zentrale, braucht einen Abschleppwagen bei 609. Übermittle. 104 Abschleppdienst ist unterwegs. Oh, der ist aber schnell. Wie zieht er denn den Wagen da bitte raus? Das war einfach. Der Fahrer ist nicht aufgetaucht. Die Schlimmsten laufen auf die Straße und machen Stress. Sie werden lernen müssen, sie zu beruhigen. Irgendwelche Ratschläge? Achten Sie darauf, was Sie auf den Zettel schreiben. Wenn Sie ungültig sind, gibt es eine Menge Stress. Wir haben einen Diebstahl in 607. Fassen Sie den Täter und nehmen Sie ihn fest. Polly, worauf warten Sie noch? Schnappen Sie ihn. Legen Sie ihm einfach Handschellen an. Hier an Ihrem Gürtel. Wenn Sie nah genug dran sind. 607, okay. Hier ist Thaler. Es gibt einen Überfall bei Hardrake. Bin unterwegs. Ach, da hinten ist ein weißer Typ. Wie kann ich denn herlaufen? Ach, da, so kann ich laufen, okay. So, du bist verhaftet, du Schwein. Zentrale, bitte Streifenwagen, um einen Täter mitzunehmen. Streifenwagen ist unterwegs. Sehr cool, das ging ja schnell. Aber die sind alle so fett da, ne? Gute Arbeit mit dem Täter, danke. Jetzt gehen Sie zurück zu Fat Mike. Er wartet in der Pizzeria auf Sie. Ja, wo soll er sonst warten? Fette Sau. Oh, das sind doch Italiener hier, oder Elvis-Fans. Guck doch mal, was ist. Huh. Bin da runtergerannt. Muss zurück zu Fat Mike. Ja, da will ich ja gerade hin, du Spacko. Da ist er. Fat Mike. Gute Arbeit, Polly. Gut gemacht. Ich heiße Kelly. Macht ja nichts. Dieser Dieb sah mir aus, als gehörte er zur Gang. Neben den Schwarzen haben wir noch die italienische Mafia in der Gegend. Wenn ich sie wäre, würde ich den beiden aus dem Weg gehen. Ich bin nicht von gestern, Mann. Wer weiß. Ich sag ja nur, dass sie es mit zwei Problemherden zu tun haben. Jetzt teilen wir uns auf. Sehen Sie sich die Nachbarschaft an und reden Sie mit den Leuten. Ich muss noch ein paar Dinge erledigen. Wir sehen uns am Ende der Schicht. Denken Sie daran, Sie müssen nicht jeden Tag alles machen. Am besten treffen wir uns um 16 Uhr bei Louis. Okay, so, was haben wir da auf unserem Zettel nochmal? Ja, Minus. Ja, Plus. Ich wollte mit Ihnen reden, Kelly. Ich höre, wir sollten einander öfter treffen. Danke, Captain. Das war noch nicht alles. Ich weiß, dass Sie Ihnen was anhängen.
Ich möchte helfen. Mit der Mordanklage? Der Junge war kein Heiliger. Es gibt nichts, was sie für ihn tun können. Aber diese Stadt braucht sie. Danke, Captain. Das war noch nicht alles. Sie sind ein guter Polizist, aber es gibt eine Bedingung. Die fehlenden Diamanten müssen gefunden werden. Es gab keine Diamanten in der Villa des Senators, verdammt nochmal. Ich weiß nicht, was es da gab und was nicht. Die müssen auftauchen. Der Senator ist der Schlüssel, sie aus dieser Scheiße herauszubekommen. Ohne ihn sind wir beide erledigt. Hier ist doch was im Busch, nicht wahr? Sie haben 21 Tage. Dann gehe ich in Rente. Wenn sie in 3 Wochen nichts haben, kann ich nichts für sie tun. Jetzt setzen wir Fristen. Das war noch nicht alles. Was? Wie viel hat er noch? Da wäre noch eine letzte Sache. Wenn mein Verdacht sich bewahrheitet, wird dieser Fall die Stadt erschüttern. Was starren Sie denn so? Ich war mir nicht sicher, ob das alles war, Sir. Das war alles. Jetzt aber an die Arbeit. Okay. So, finde jemand des Captains? Was haben wir noch da? Ah, da. Besuche Hardwicks Café. Das machen wir als erstes mal. Tag. Guten Tag, Officer. Guten Tag, Officer Kelly. Ich bin der neue Polizist in der Nachbarschaft. Willkommen. Sie können immer auf einen Kaffee vorbeischauen. Aufs Haus. Oder soll es etwas Stärkeres sein? Danke, ich werde gerne nochmal vorbeischauen. So. Wen haben wir noch? Wen haben wir noch? 611. Aber in die andere Richtung auf jeden Fall. 611, gehen wir mal rein in den Liquor Shop. Guten Tag, Officer. Hallo, ich bin Kelly. Womöglich dürfen Sie im Dienst nicht trinken. Aber danach finden wir sicher etwas für Sie zu einem fairen Preis. Danke, darauf werde ich zurückkommen. Ach, ich wusste, ich würde Sie mögen, als Sie reingekommen sind. Bis dann. Wir sehen uns. Gut. Und die 21 noch. Vielleicht kriegen wir die noch hin. Wie spät ist denn das jetzt? 9 Uhr, dann haben wir ein bisschen Zeit. Ups. Die 21 ist ein bisschen in die Richtung. Da ist sie. Frank's Drugstore. Hier nochmal rein. Guten Morgen, Herr Officer. Officer Kelly, bitte sehr. Sie sehen stattlich aus in dieser Uniform. Plagt Sie irgendwas? Schmerzen? Wunden? Nein, ich wollte mich nur vorstellen. Ich bin neu hier. Aber selbstverständlich. Ich stehe Ihnen immer zu Diensten. Ihr Vorgänger hat viele Medikamente gekauft. Für peinliche Leiden. Er hat seine Gesundheit kläglich vernachlässigt. Aber er hat die nötige Ordnung aufrechterhalten. Ja, ich werde auch mein Bestes tun. Eine Militärplakette. Welche Sprache ist das? Sehr alt. Ein Andenken. Von vor dem Krieg. Wir haben alles verloren? Leider. Mein Vater hat in Europa gekämpft. Wir hätten beide sicher viel zu reden gehabt. Sicherlich. Wie dem auch sei, ich habe stets die beste Medizin. Und ich bin diskret. Na gut. So. Der Elektromarkt. Und Dinner. Dinner. Ein Diner. Suche den Haife Elektromarkt. Ach, da ist er. Candies. Guten Morgen. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Morgen. Ich wollte mich nur mal vorstellen. Ich bin Kelly, neu in der Nachbarschaft. Freut mich. Wir könnten jemanden gebrauchen, der etwas Ordnung sorgt. Die Polizei lässt sich hier nämlich nicht aufblicken. Die gesamte Nachbarschaft ist uns sehr wichtig. Schön zu hören. Besonders mit solchen Nachbarn. Wie meinen Sie das? Nun, das Pfandhaus nebenan. Ein legales Geschäft. Sicher. Was wollen Sie damit sagen? Das ist Ihr Job, oder? Ich habe meinen eigenen. Ich habe jede Menge neue Waren und häufig Sonderangebote. Ich kann auch Sonderbestellungen aufgeben. Ich werde ab und zu vorbeischauen. Dann können wir uns unterhalten. Willkommen. So. Und, wen haben wir noch? Besuche die Kirche. Besuche die Reinigung. Okay. Wollen wir zu schnell zur Kirche laufen? Hier ist die Laundry. Die können wir als erstes besuchen. Hallo! Ich bin Offizier Kelly. Ich bin neu hier. Feine Wäsche. Wie läuft das Geschäft? Benny nicht hier. Benny? Harry und Benny Pong, ja? Ich wollte mich nur vorstellen. Hi. Jetzt nicht Reinigung. Lieber gehen. Aber lieber gehen. Nicht Benny. Na gut. Und Jesus lebt. Gott segne Sie. Guten Morgen. Ich bin Kelly. Kelly? Ein Ire? Nach meinen Urgroßeltern. Katholisch? Manchmal. Okay, lassen Sie uns später mehr darüber reden. Frisch versetzt? Jeps, ich wollte mich nur kurz vorstellen. Wir werden ja ebenfalls oft versetzt. Möchten Sie Ihre Beichte ablegen? Vielleicht ein andermal. Das habe ich schon zu Genüge beim Sergeant getan. Aber liebt der Sergeant Sie so, wie Jesus es tut? Oh Gott. Zumindest schon mal nicht so oft. Kommen Sie vorbei, wenn Sie geistliche Führung brauchen, mein Sohn. Vielleicht werde ich das tun. Bis dann. Gott segne Sie. So, ich glaube, wir haben alles geschafft, was in der coolen Liste steht. Was ist denn noch da drin? Wir sind alle neutral drauf. Trifft die Mike um 16 Uhr, Louis. Wie spät ist denn das jetzt?
10 oder 20, haben wir auch nicht Zeit, ne? Sollen wir den Diner besuchen hier? Guten Morgen. Guten Morgen, Officer Kelly. Die Gesetzeshüter sind hier immer willkommen. Ich könnte einen Kaffee gebrauchen. Kommt sofort, heute geht's Haus. Danke, das ist verdammt guter Kaffee. Anderen gibt es bei uns nicht. Ich hätte fast vergessen, dass ich wieder an die Arbeit muss. Nun ja, man sieht sich. Bis dann. Was passiert denn hier? Nur nichts. Nicht rein? Hier vielleicht? Guten Tag, Officer. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Hallo, ich wollte mich nur kurz vorstellen. Ich bin Jack Kelly, ich bin neu hier. Ah, ja. Könnte ich Sie an diesen Siegelring interessieren? Ein Polizist sollte auf sein Auftreten achten. Die Italiener würden das sicher beeindrucken. Aber nein, danke. Behalten Sie ein Auge auf meinen Laden, okay? Viele Wertsachen verlockend, nicht wahr? Was wollen Sie damit sagen? Die Leute reden. Sie sollten nicht alles glauben, was sie hören. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wo wissen die alle von mir, dass ich diesen Scheiß gemacht habe? Was erinnert vor? Guten Morgen. Hot Dog? Hot Dog nehmen wir. Sicher. Mit extra Senf? Kommt sofort. Bitte sehr, guten Hunger. Das macht dann 3 Dollar. Danke, hier ist das Geld. Wie viel Kohle habe ich denn? Vielen Dank, schönen Tag noch. Bis dann. Oh, mein Ausdauer ist gestiegen. Melde einen Ladendiebstahl, 421. Die werden in einem Laden gebraucht. Froggy hat einen Dieb erwischt. Froggy, wo ist das? Ich bin neu hier. Pornoladen in 613. Ich bin unterwegs. Hier vorne, ne? Porno. Da, piep schon. Da sind sie ja. Ich habe diesen Dieb endlich erwischt. Ich habe mich nur umgesehen. Sagst du das immer? Es ist okay, ich kümmere mich darum. Was hast du gemacht, du Penner? Wie geil, ne? Ich habe nur geguckt. Was denn, auf die Kondome? Dieb! Immer mit der Ruhe, Froggy. Es schleifen lassen hart sein. Aber ist immer hart. Du willst mich nicht wütend sehen. Jetzt leer deine Taschen aus. Na bitte, du hast ja 5 Dollar. Bezahl die Kondome, verpiss dich. Aber die kosten doch nur 1 Dollar. Betrachte den Rest als Schadensersatz. Scheiß Bulle. Willst du, dass ich dich hochnehme? Okay, okay, ich zahle ja schon. Aber das werde ich nicht vergessen. Gute Arbeit. Ich erzähle den anderen, wie sie das geregelt haben. Ich helfe gern. Auf Wiedersehen. Gut, ist vielleicht nicht so gut gelaufen für mich. Wahrscheinlich gibt es noch Ärger deswegen. Professor, sind Sie neu hier? Ja, frisch in der Nachbarschaft. Oh, klasse. Ich rede gerne mit Polizisten. Ich möchte auch Polizist werden, wenn ich groß bin. Papa sagt, es sei ein guter Job. Wirklich? Ja, man kann sich immer bestechen lassen. Vielleicht sollte ich mal mit ihm reden. Er hat keine Angst vor niemandem. Okay, war schön mit dir zu reden. Aber ich verschwende meine Zeit. Nein, tun Sie nicht. Schauen Sie auf die Uhr. Wenn man sich unterhält, bleibt die Zeit stehen. Hey, du hast recht. Ich gehe dann mal, bis dann. Lustiges Tutorial. Bis später. Okay. Wer ist er denn hier? Officer. Ja? Sie sind neu hier. Wir könnten Ihnen helfen, sich zurechtzufinden. Wie das? Wir könnten uns treffen, eine Runde Karten spielen. Das ist nicht Vegas. Glücksspiele sind illegal. Wer hat hier was von Glücksspielen gesagt? Ein wenig Entspannung hat noch niemanden geschadet. Ich denke darüber nach. Tun Sie das. Danke, ich muss gehen. Bis später. Okay. Was ist das für eine Musik? Hallo! Guten Tag, Officer Kelly. Brauchen Sie etwas? Was für eine Figur? Ich wollte mich nur vorstellen. Das ist gut, sehr gut. Sie haben einen sehr gefährlichen Job. Mr. Kelly, ich habe eine zauberhafte Lederjacke. Stehen Sie auf Motorräder? Ich fürchte, Rot steht mir nicht. Aber danke. Alle meine Waren sind absolut authentisch. Oh. Ich kann auf die verschiedenen Leuten klingeln, machen wir jetzt nicht. Können wir, oder? Ach, guck mal, muss man schon später noch Leute finden. Nicht hochlaufen? Jetzt auch irgendwo hin? Nee, hier endet mein Bezirk. Ah, okay. Gut. Was ist das denn hier? Was nichts. Heute habe ich schon etwas anderes zu tun. Ah, okay. Dann brauchen wir das nicht machen. Das Elvis nämlich. Was hier? 4 Räuber von NYPD erschossen. Was für eine Stadt. Was können wir denn noch machen hier?
Wir sind nicht mehr schon rum. Auf zur nächsten Telefonzelle, aber flott. Dutch und Holloway will mit Ihnen reden. Okay, machen wir. Ich weiß es nicht, aber Sie sollten sich beeilen. Sie können sie ja nicht weiter degradieren, also werden Sie sie feuern. Okay, ich gehe schon. 10-4 Ende. Scheiße, kein Signal. Ich muss zu anderen. Ich wünschte, die würden mir von der Pelle rücken. Noch eine hier irgendwo? Oh, nein. Oh. Hier ist Kelly. Was wollten Sie, Holloway? Das ist Sergeant Holloway für Sie, Sie Arschloch. Ich schwöre bei allem, was mir heilig ist. Ich rufe an, um Ihnen zu sagen, ich beobachte Sie. Womit kann ich Ihnen helfen, Sergeant, Sir? Wollen Sie mich verarschen, Kelly? Das würde ich nicht wagen, Sergeant, Sir. Direkt, Frau. Sie verdammte Drecksau. Macht Ihrem Vater die Hölle heiß. Sie sagt, Sie sei unglücklich. Und dafür bekomme ich Ärger mit dem Chef. Ich werde mich von Ihnen nicht runterziehen lassen. Zahlen Sie Ihre Alimente, machen Sie keinen Scheiß. Oder ich begrabe Sie, Sie irischer Wichser. Harter Tobak. Aber Sergeant, Sie kennen ja nicht die ganze... Es ist mir scheißegal, ich möchte kein weiteres Wort hören. Ja, Sir, Sergeant, Sir. Das ist alles, zurück an die Arbeit. Gut. Fang gleich rein. Yo, 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 ich bin Jared Dix und das ist mein Laden, Officer Kelly. Hier ist alles egal, Officer. Ich habe gar nicht gefragt. Wir wissen, was man über uns sagt. Ich bin neu, ich hab's noch nicht gehört. Willkommen, wie können wir ins Geschäft kommen? Ich habe nichts zu verwenden. Manchmal haben wir etwas zu verkaufen. Einmalige Gelegenheiten. Das merke ich mir. Kommen Sie jederzeit vorbei, Officer. Den sollte ich lieber im Auge behalten. Gehen wir rein? Guten Morgen. Guten Morgen. Ein Dutzend Donuts? Ich bin nicht die Art von Polizist. Das sagen Sie alle. Unsere Donuts kann niemand widerstehen. Na gut, dann nehme ich einen. Zum Probieren. Der ist wirklich gut. Was habe ich Ihnen gesagt? Wir sehen uns. Oh, was ist mit Ihnen los hier? Hey, Kommissar. Erkennen Sie die Streifen nicht? Respekt ist wichtig. Der Boss wollte, dass ich dir sage, dass er ein vernünftiger Mann ist. Und er weiß, wie man einen Gefallen zurückzahlt. Und warum sagen Sie mir das? Merke es dir einfach, Officer. Es wäre besser so. Ich werde mit Ihnen keine Geschäfte machen. Wie du willst, Mann. Wir sehen uns auf der Streife. Gut. Ich meine, wahrscheinlich müsste man sich mit denen ein bisschen gut stellen. Aber ich habe auch ein bisschen Respekt vor denen natürlich. Aber ich bin der Bulle, ich bin unkäuflich. Was ist das, ein Soap? Achso. So. Wir gehen mal, es ist erst 3, ne? Wir müssen noch die Zeit noch ein bisschen überbrücken bis. Ende. Kann ich mal eben klingeln? Zu Hause. Officer Kelly, falsche Taste. Der Officer Kelly? Was meinen Sie? Großblaues Hemd trägt eine Kappe? Sehr witzige kleine Made. Hahaha. Eigentlich ganz lustig. So, gehen wir bei Louis nochmal rein? Ja. Morgen. Willkommen zurück. Etwas essen. Mann, ich muss echt was essen. Heute gibt's die Pizza Fungi. Klingt das gut? Aber sicher. Die ist schon im Ofen. 20 Minuten später. Sehr gut. Das war köstlich. Vielen Dank. Man sieht sich. Oh, noch 25 Minuten. Kommt da herbei. Was muss ich eigentlich machen, ne? So, mal gucken, wie schnell er auftaucht hier. Hier darfst du nicht stehen. Heute habe ich einen Ausdauerschaden. Ich verpasse den Typen. So, 10 Minuten ist er da. Da ist er doch schon. Er kommt schon 10 Minuten vorher raus. Oh, es wird auch langsam dunkel, wie man sieht. Da sind sie ja. Ich habe mich in der Nachbarschaft umgesehen. Hab mit den Leuten geredet. Ich komme schon klar. Sicher. Worauf warten wir? Ein Freund von mir wollte sie treffen. Was tut er nur? Oh, scheiße. Polly, runter. Auf den Boden, verdammt. Oh. Da nenne ich mal einen Schub bei. Kacke. Jack, ich glaube, es tut mir leid. Es tut mir leid. Was? So schlimm ist es nicht. Sie kommen schon klar. Mike, machen Sie auf. Bleiben Sie bei mir. Sanitäter, jetzt tun Sie doch was, verdammt nochmal. Da gibt es nichts zu tun. Schauen Sie doch, seine Gedärme liegen überall herum. Er verblutet. Verdammte Scheiße. Kelly, passen Sie auf, was Sie sagen. Die Medien sind... Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Zurück, das ist ein Tatort. Oh. Unser erster Tag, der echt beschissen lief.
ich habe die Inhaber der größten Geschäfte der Stadt getroffen. Ich habe meinen ersten Strafzettel ausgestellt. Der Captain hilft mir mit der Mordanklage. Wenn ich die Juwelen nicht genommen habe, war es jemand anders. Ich muss heraus und der Fett Mike loswerden wollte. Im Revier ist eine Gang aktiv. Ich habe mich mit ihnen angelegt, als ich einen Dieb festgenommen habe. Ich brauche in 3 Tagen $300 für die Unterhaltszahlung. Geld erhalten 50. Okay. Ich muss mich doch bestechen lassen beim zweiten Tag. 90. Woche, Brooklyn, New York, 86. Tag 2. Dear Herr Mietze. Guten Morgen. Guten Morgen, Boss. Morgen, morgen. Es ist ein guter Morgen, denn ich habe letzte Nacht einen abgeschleppt, okay. Ist das wirklich, worüber Sie jetzt reden wollen, Sie Miss Kerl? Wovon reden Sie? Fat Mike, Sie empfindloser Schwanz. Mein Schwanz ist gerade ziemlich empfindlich. Vor allem die Eichel. Das ist ein Abschaum, Cortez. Ich habe Fat Mike 50 Tacken geschuldet. Was soll ich denn jetzt damit machen? Also, als hättest du ihn sie je zurückgezahlt. Wie hebt sie seiner Familie? Ich überlege es mir. Halten Sie alle den Mund, das ist todernst. Ein Freund wurde ermordet, das können wir nicht stehen lassen. Eine Menge guter Leute arbeiten an dem Fall. Kelly ist nur knapp mit dem Leben davongekommen. Er hat das Schicksal ausgetrickst. Fick dich. Ich habe Mike sterben sehen. Okay, das reicht. Zeit für die Besprechung. Ich beobachte Sie, Kelly. Noch ein Fehler und Sie sind raus. Ganz gleich, ob Sie einer von uns sind. Niemand wird Ihnen mehr helfen. Auf der einen Seite machen die Italiener Ärger, auf der anderen die Schwarzen. Sie müssen die beide unter Kontrolle behalten, damit ich so wenig von Ihnen hören muss wie möglich. Pissen Sie eine Gruppe an, helfen Sie der anderen. Also passen Sie auf, was Sie versprechen. Ich verstehe, Boss. Und betrachten Sie Befehle von der Zentrale, als kämen sie direkt von mir. Befolgen Sie sie. Umgehend. Das betrifft auch Vorfälle im Pornoladen. Also gut, zücken Sie Ihre Notizbücher. Hören Sie mich, Kelly. Ja, ja. Heute stellen Sie mindestens 5 Strafzettel aus. Für Parkverstöße. Ihre Planungsfrist ist vorüber. Die Jagd beginnt. Nehmen Sie das nicht wörtlich. Ich kann mit umgehen. Wir werden sehen. Manchmal, wenn es hart auf hart kommt, hat man nicht einmal Zeit zu pinkeln. Und wenn Sie Ihre Quote verdoppeln, bekommen Sie einen Gehaltsbonus. Also an die Arbeit. Okay, 10 Leute nehmen. Gut. Ja, Leute, das war mit Tag 1. Hoffe, ihr seid beim Tag 2 dabei. Ich weiß nicht, ob es eine ganze Let's Play-Reihe gibt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob euch das interessiert oder nicht. Ist viel sehr textgleich, das ganze Spiel. Schauen wir doch mal. Man könnte sich eine Kugel empfangen. Klugscheißer, hä? Verschwinden Sie von hier, verdammt nochmal. Aber, warum gleich so wütend? Wenn Sie die Sachen leid sind, können Sie immer tun, was Jackson getan hat. Und das wäre, er hat für die Italiener gearbeitet und sich dann ins Ausland abgesetzt. Die Straße hält viele Möglichkeiten bereit, aber diese Unterhaltung hat nicht stattgefunden. Ihr könnt euch auch gleich verpissen, ihr sitzt ja schon im Auto. Denken Sie daran, dass Sie nicht alles tun müssen. Niemand hat Zeit dafür. Wir holen uns Donuts. Große Überraschung, diese Fettsäcke. Möglicherweise musst du ZL gedrückt halten, um zu rennen, wenn es ernst wird. Und an die Handschellen. Denken Sie daran, dass Sie nicht alles tun müssen. Niemand hat Zeit dafür. Bis später. Idioten. Gut, also, wir sind jetzt im Einsatz. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin, tschüss.